Los geht's. Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Satisfactory. Wieder mit dabei der bartische einzigbartig, der robinische Robin und die lolalische Schnutenlola. Schön, dass ihr da seid, Leute. Hey, gute. Hallo. Der Decker lässt sich entschuldigen, der muss länger arbeiten. Der Sitz ist wie immer verschollen, da wissen wir nichts. Hat sich verflogen. Wir nehmen heute auf am 17.11.2021 und es ist die 16. Folge. Der heutige Plan ist, wir brauchen Stahl. Stahl ohne Ende. Und ich war gerade im Offscreen-Modus quasi ein bisschen unterwegs und habe dort Kohle und Eisen gefunden. Ich führe die anderen mal dorthin. Halt, wartet mal. Warte, wir hatten doch noch was. Wir hatten doch noch was. Guck mal oben rechts. Oben rechts. Ach ja, Meilenstein. Der Meilenstein. Genau. Da und der Kai hat bestimmt auch noch was. Da ist überall ein Häkchen drin und der Kai, der will unbedingt einen Bolzen in seinen Arsch haben. er will eigentlich was erforschen. So, deswegen gehen wir erstmal hier zur Forscherwerkbank. Dort stellt sich Kai jetzt hin und tut seinen Dienst. Ich hab ein bisschen Angst. Was müssen wir denn jetzt? Was müssen wir eigentlich erforschen? Also ich möchte den medizinischen Inhalator erforschen. Die Materialien haben wir dafür schon zusammen. Ich muss die gerade mal eben aus der Kiste holen hier. Wo findet man den? Unter Myzyl. Ah ja, genau, alles klar. Nee, steht das eigentlich da, was der kann, oder? Ist eigentlich egal, ne? Steht das eigentlich da, was der kann, der medizinische Inhalator, oder soll ich es spoilern? Warte mal, das steht, glaube ich, schon da. Nö, steht noch nicht da. Nö. Kannst uns auch spoilern, ich bin da nicht so. Ach doch, also für die Zuschauer. Hier steht's, sorry. Ja, kann zur vollständigen Wiederherstellung der Gesundheit inhaliert werden. Genau, also du nimmst davon ein, du inhalierst nur einmal und hast einen kompletten vollen Lebensbalken. Pilze, ja, Beeren und Nüsse musst du halt in Masse fressen, je nachdem wie viel sie pro Pilz, Beere oder Nuss bringen, ne? Okay. Okay, ja, während bei ihm die Forschung durchläuft, würde ich jetzt hier auf den Knopf drücken oder will jemand anders das beanspruchen? Nö, mach ruhig. Drück mal. Muss man das nicht da drüben an dem Fahrstuhl machen? Nein, das ist noch hier unsere Hub-Forschung. Und wenn wir hier mit der Hub-Forschung wieder nicht weiterkommen, dann müssen wir am Fahrstuhl machen. Aber dafür brauchen wir erstmal Stahl. Ist das laut? So, ab geht er, der Peter. Okay, das, was ich jetzt als Meilenstein drin habe, ist dann für die Stahlproduktion, dass wir auch Stahl produzieren können. Wir haben es nämlich noch gar nicht. Ich würde aber vorschlagen, bevor wir losmarschieren. Jetzt haben wir ja den Xenobecher freigeschaltet. 1, 2, 3, 4. Hat noch jemand 20 modulare Rahmen übrig, bitte? Warte mal, in dieser Kiste hier war irgendwo was. Warte. Nee, in der nicht. Hier, 24 Stück sind in der zweiten drin. Ah, wunderbar. Habt ihr irgendwo noch eure... ich bin auf jeden Fall draufgesprungen versehentlich. Habt ihr noch eure Xenobecher irgendwo rumliegen? Was für Dinger? Diese Zepper. Ja. Ich hab meinen einstecken. Bitte mal ausspucken, denn anstelle dessen bekommst du dann einen... Xenobecher, meinte ich. Ihr wisst, was ich meine. Wo ist denn jetzt da? Ja, Entschuldigung. Dankeschön. Oh, entschuldige. Ja. Warte, ich belebe dich mal wieder. Lola, lass mal ein paar Avatare töten. Wir brauchen nicht Xenobecher. Oh ja, da mach ich mit. Die hier. Ich auch. So, du hast genug Kaffee gesoffen. Den ganzen Tag arbeitest du nicht. Jetzt bist du dran. Lass mich raten, ihr tötet gerade die zwei, die direkt vor unserem Hub sind. Das sind die anderen zwei Mitspieler. Oh. Ja, die haben wir auch Xenosepper. Pech gehabt. Selber schuld. Was sind sie auch nicht dabei? Oh, hier sind noch mal ein Haufen. Jetzt nehme ich auch mal die Knarre, genau. Alter. Weil die sind sowieso mal im Weg, wenn wir doch hier in der Base spawnen müssen. Ey, nicht auf mich. Du ich war vermutlich hinten abgeschossen. Die sind vermutlich das nächste Mal eh wieder da, von daher. Er hat's doch getan. Nee, Entschuldigung, du bist voll in die Schusslinie gerannt. Der hat zurückgeschossen, ich hab's gesehen.
Oh, Schallmauer durchbrochen. So, hör auf Kaffee zu saufen. Gib mir dein scheiß Ding, Dara. Gib's her. Hi, wie weit ist denn schon die Forschung? Weil die dauert doch eigentlich nicht lange, wa? 5 Minuten. Oh, geil. Dann kriegen wir es doch diese Folge noch freigeschaltet, wenn wir dran denken, ne? Ja, ja, ja. Was haben wir? Ach ja, den medizinischen Dings. Ja. Hab genau. Ich nur vergessen. So, ich brauche dann noch 4 von diesen Xenobechern. Wie viele habt ihr schon rumliegen da? Wir haben ganz viele. Eva, halt's mal. Ja, hab ich auch gerade gemacht, Enter. So, jetzt brauche ich noch 3. Wie viel hast du gerade schon im Metall, oder? Du Klauschwein. Ei. So, hast du noch 2 für mich, bitte? Oh, der klaut die ganze Zeit. Gib. Ich hab 2. Dankeschön. Mhm. Da brauche ich noch ein bisschen dran. Nee, das habe ich. Aber wir können sie ja mal lagern für die Zukunft, falls wir dann wieder neue Xenobecher brauchen, weil wir irgendwann in unserem Inventar nicht rankommen. Hier war Draht. Ich brauche davon insgesamt 2000. Wunderbar. Alter, 500 Kupferdraht für ein so ein Ding, ne? Ja, was Mut hat Mut, ne? Los, jetzt geht's rauf. Meine Fresse. So, ich habe auch 4 Stück. Ja, die müssen wir jetzt erstmal irgendwo sammeln. Wahrscheinlich brauchen wir noch mehr von diesen persönlichen Kisten. Vor allem, wenn ich an Kai denke, den alten Messi, der ja immer noch seinen Beton aus der ersten Folge da irgendwo gebunkert hat. Aber nochmal ganz kurz, Robin, wofür brauchen wir jetzt diese komischen Xeno-Rapper oder wie die heißen? Für das, was ich euch jetzt hier gebastelt habe. Was, Bro? Was ist das? Vielen Dank. Genießt die Animation, wenn ihr das das erste Mal ausrüstet. Hey, warte! Ich war noch hier in der Animation! Hey, wieso? Wer hat mir meinen weggenommen? Achso, ich hab ihn ja hier schon. Und vor allem das Schöne ist, durch den Meilenstein, den wir gerade noch freigeschaltet haben, haben wir jetzt auch einen Ausrüstungsslot mehr. Und ein bisschen mehr Inventarplatz. Mammforschung abgeschlossen! Halt, stopp, ich sterbe gleich, sie Bösewicht. Jetzt bist du aber hochgeflogen, du! Wo ist er denn? Oh, er liegt. Und wir haben den Inhalator. Brauchst du den Inhalator? Nö, mir geht's eigentlich ganz gut. Liegst schön so, in der Sonne, ne? Als nächstes könnte ich dann eine Objektscanner-Verbesserung anstreben, ja, aber da habe ich die Materialien noch. Ich finde es ganz geil, dass da ein 10er Maulschlüssel an dem Schlüsselring an dieser Waffe hängt. Ja, da habe ich auch gerade gedacht. Wie geil. Also ich weiß, so, werter Herr Beute, ich glaube, wir sind dann jetzt erstmal so weit gerüstet, dass sie uns zum Eisen-Kohle-Gemisch führen können. Folgen Sie mal, wir machen mal los. Warte, die anderen sind da irgendwie, die stehen sich noch gegenseitig im Weg gerade? Jetzt sind sie unterwegs. Irgendwie Riesendildos in der Hand haben, so ein Leuchtenbau-Denken, dann mal so. Hört sich so ein Dildo an? Ja, das war weh, voll in mein Po. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt hier wirklich aufheben will, weil er provoziert ja immer wieder, dass er flachgelegt wird. Okay, das hört sich jetzt so verkehrt an. Ey, Beutel ist ein bisschen sackgängig heute. Was? Ich hab doch gesehen, wie du mich... Ich hab's doch gar nicht. Ich hab aber nicht. Ein bisschen Freiraum geschaffen, aus, ja. Aus. Ist euch schon mal aufgefallen, dass an dem Laserschwert hier so ein kleiner Maulschlüssel ist? Davon hat Beutel gerade gesprochen, ja. Ich krieg gleich eine Macke. Beute, jetzt weißt du mal, wie sich das anfühlt, ja? Was soll das heißen, ha? Das mit dem, dass einer nie zuhört, während man schon dreimal dieselbe Sache erklärt hat. Wir können unsere Waffen ausprobieren. Wieso denn? Ja. Wen denn? Ach, den da. Ja, wow, das ging schnell, ne? Ich glaube, du hast ihn mit 2 Schlägen gekillt. Oder Einschlag? Ich weiß gar nicht. Nimm auf jeden Fall immer schon die Panzer und die Organe mit von den Aliens, weil die brauchen wir für die Inhalatoren. Warte, wir müssen noch ein Stück hier rüber. Seht ihr auch die Schnecke da oben? Ja, aber die ist nicht da. Welche meinst du? Seht ihr auch die Schnecke? Ja, aber sie ist nicht da. Ich meinte die blaue Elektroschnecke, die hier oben auf dem Felsen ist, die ich gerade eingesammelt habe. Ach so, aber wisst ihr, was ich sehe? Was denn? Nein. Eine Sphäre. Ein Sommerloop. Wo ist denn hier die... Du hast die Kohle gar nicht markiert, die du... Ah, die reine Kohle. Ja, nice. Bleiben Sie ruhig.
Reine Kohle, das sind 120 die Minute, ne? Wenn wir MK3 hätten. Aber wisst ihr, was ich mal richtig, richtig geil finde gerade? Was? Diesen 10er Maulschlüssel an diesem Becher. Hier, noch nicht einsammeln. Ich will das mal den Zuschauern hier. Guck mal, das schöne Ding da. Ja, warte, ich mache noch einen Screenshot davon. Daneben! Und sie spricht. Moment, ich habe es daneben geschlagen. Lol. So, jetzt. Kannst einsammeln, Lola. Oh, da ist auch noch eine Stecke. Aus der Luft geschlagen. Ich bin schon wieder tot. Ja, das geschieht ja recht. Oh nee, jetzt falle ich wieder durch die Welt. Das gibt's doch nicht. Geschieht und von solchen recht. Dingern gibt's halt ziemlich viele. Das ist jetzt, sah das gerade aus wie ein Kristall. Da gibt's auch noch so kleine Kugeln von. Und ja, die reden halt und talken. Also die attacken dich von der Bright Side of Life. So, das ist halt. Ja. So, meine Kiste müsste da hinten noch stehen, ne? Ja, ich würde vorschlagen, du versuchst mal einen neuen Join, aber pausier bitte die Aufnahme wegen der ID-Nummer. Nee, alles gut, ich bin gerade. Ach, du hast dich. Ah, okay. Okay, wenigstens das, dass du jetzt nicht noch dauerhaft durch die Welt glitscht. Ja. Ah, der Beil arbeitet sich zur Schneckche. Ja, klar, die ist so schön blau. Jetzt ist aber die Frage: Wir haben hier nur zwei unreine Eisenvorkommen in der Nähe von der Kohle. Ich will mal überlegen, ob wir noch ein bisschen weiter exploren, also noch ein bisschen weiter erkunden, in der Hoffnung, dass wir noch mehr Eisen finden hier in der Nähe. Dort ist doch Eisen normal, zweimal. Alles klar. Da würde ich sagen, da wo du gerade dich hier zur Schnecke gebaut hast, wird jetzt unser Stahlkraftwerk entstehen. Stahlwerk. Und guck mal, hier ist auch noch direkt neben der Treppe, ist auch noch mal Eisenerz rein. Rein? Hier ist und da hinten ist... Hier ist Eisenerz. Das ist nee, Beute, guck mal nach unten auf das Vorkommen musst du gucken. Das ist unrein. Ja, diese Brocken, stimmt, die sind immer rein. Die Brocken sind immer rein. Okay. Aber jedenfalls hier vorne ist ja Eisen normal. Und was ist das hier? Das ist auch unrein. Hier vorne müssten normale sein. Zumindest hat hier irgendjemand einen Marker gesetzt. Ja. Das könnten wir in der ersten Folge gewesen sein noch. Obwohl, was heißt erste Folge? Das war dann nach den ersten Folgen unser Neustart hier auf dem Seed. Weil wir ja beim ersten Mal das Problem mit dem Hub hatten, dass das nicht weiterging da. Alles klar, dann würde ich doch sagen, dass hier wirklich dann das Stahlkraftwerk entstehen kann. Stahlwerk, wie komme ich immer auf Kraftwerk? Ich weiß es nicht. Was seid ihr denn? Scheiße, ich habe keinen Miner mitgenommen. Ist nicht schlimm. Wir müssen sowieso erstmal Beton machen. Beton! Was brauchst du denn jetzt Beton? Na, als Baugrund überhaupt für die Stahlwerke. Ach, jetzt geschafft. Willst du nur Beton haben? Ich hab ein bisschen was in der Tasche. Nicht? Okay. Falls du mich meintest, ich hab auch ordentlich in der Tasche, aber ich meinte mit Beton, dass wir jetzt erstmal betonieren. Wir machen jetzt erstmal das neue Hobby von Beutel, die ganze grüne Landschaft hier mit Beton zu kleistern. Ja, das ist geil. Das ist richtig geil. Zeig mir dein Betonmäuschen. Was? Wie? Wo? Was? Hä? Ah, ich hab doch keinen Beton bei, verdammt. Warum? Ah ja, ich weiß warum, weil ich da diese Schräge gebaut habe, damit wir immer zu unseren Kohlekraftwerken vernünftig rüberlatschen können. Aber wartet mal, mit X kann ich doch jetzt statt aus Beton die aus Metallplatten bauen. Geht das mittlerweile schon? Nee. Wisst ihr, was das Blöde ist? Ihr dürft immer so einen Scheiß sagen, ne? Aber wenn ich sowas sage, wie zum Beispiel, oh, los, gib mir deinen geilen Beton, dann ist das sexistisch! Ja. Nee, es klingt nur sexy. Es gibt ja einen Unterschied zwischen sexy und sexistisch. Weißt du, nur weil wir uns dabei Scheiße anhören, heißt das nicht, dass wir das nicht sexistisch machen würden. Ja. Ja, komm, Beutel hat aber gerade auch eine ziemlich ironische Stimme drauf gehabt. Ah, ja. Nee, jetzt nicht. Da kriege ich irgendwie sofort einen Ohrwurm von dieser Beate Use-Show damals. Kennt ihr das noch? Mit diesem französischen Rum. Ja. Mit dieser französischen Stimme da im Hintergrund und dieses Rumgeklimper. Also, musikalisches Rumgeklimper. Können wir das bitte streichen, Regie? Doch, ich weiß nicht, was du meinst.
Oh, ich dachte, Mann. Ich hätte irgendwas Cooles gefunden, aber dem war gar nicht so. Ja. Jo, da ich gerade sowieso Kohle hole, kann ich ja ein paar mobile Miner mitbringen. Und hier ist übrigens eine Kiste. Ene, mene, Miste. Beutel. Robin hat eine Kiste. Was denn? Was denn? Beutel. Ja. Du stehst doch so auf Schnecksche. Ja, ja. Da hinten ist eine Orangene für dich. Oh, eine orange Schnecke, Alter. warte, ich komme. Mann, oh Mann, das Schöne ist, liebe Zuschauer, wir gucken uns das ja einen Monat später erst als veröffentlichte Folgen an. Wir lachen uns selbst bei diesen Blödsinn, die wir hier labern, schlapp. Ja, definitiv. Stimmt nicht, ich nicht. Ich hab gar keine Zeit zum... Ja, Bad, ich geh auch zum Lachen in den Keller, es ist noch nichts Neues. Ich hab gar keinen Keller, nur nicht mal das. Wo hast du denn jetzt hier die orange Schnecke? Oh, Schnecke, komm mal hier, am Ende der Bahn hier. Bahn? Bist du, Lola? Ist das geil, Schneckchen? Wie geht's das nochmal mit... Ach, B ist Licht und T ist... Nee, und... Oh, was sind die, Lola? U und I und O und... Wie macht man denn nochmal ein Foto? Hier wie Paula. Frag Beutel, wie man ein Foto macht. Der kennt 18 verschiedene Arten, aber er findet die Bilder nie. Wo ist denn jetzt die Lola? Verdammt, sie ist der einzig Bart. Ja, doch, das ist ein geiles Schneckchen. Das ist richtig goldig. Wie ist die denn? Wie bist denn du gekennzeichnet? Was ist Robin? Ja, ist da, wo Schnitten Lola steht, Mensch. Was ist denn los mit dir? Da oben. Ich habe hier nur eine blaue Schnecke hier unten. Oh, wer bist denn du jetzt? Ich bin unter dir. Du bist eher dran. Du musst jetzt hier, guck mal, ne? Da, wenn du siehst du den Felsen da vorne, da, wo es so grün giftig ist. Ja. Ja, da oben drauf, da. Na, aber da ist ja grün und giftig. Ja, aber wenn wir uns jetzt hochbauen würden, Richtung da unten. Ich habe hier eine Sphäre, darf man die aufheben? Ja, ne? Klar. Ich will bloß mal erwähnt haben, wenn man jetzt so kontextfrei in diese Folge rein hüpfen würde und nur euren verbalen Ausguss hören würde, bräuchten wir definitiv FSK 18. Das habe ich ja sowieso. Also das, mein Kanal richtet sich überhaupt nicht an Kinder. Echt? Warum klickst du dann immer an? Ist explizit für Kinder? Und vor allem, warum war dann letztens bei dir, als du bei mir die Glocke aktivieren wolltest, der Hinweis ist nicht für Kinder geeignet? Weil das dein Kanal gewesen ist, der gekennzeichnet ist. Dass ja, es, meiner ist nicht für Kinder geeignet. Nein, das bei ist dir, bei dir konnte ich die Glocke aktivieren. Ja, aber das war ja ein Bug. Ja. Und seitdem stehst du auch endlich bei mir als Abonnentin drin, nach über 2 Jahren. Endlich. Danke, YouTube. An dieser Stelle, ne, YouTube, also ihr solltet euren nicen Scheiß echt mal ein bisschen besser im Auge haben, Leute, ne? Das geht so nicht. Oh. Okay, ich sterbe hier oben. Das ist aber schade. Können wir dir helfen? Können wir dir Sterbehilfe geben? Ihr könntet versuchen, mich zu retten, allerdings müsst ihr durch den gelben Nebel. Es nützt auch keine Rampe was. Warum bist du überhaupt durch den Nebel gelaufen, wenn du doch weißt, dass er giftig ist und dich töten kann? Weil Lola gesagt hat, wir bauen uns hoch. Was war das denn? Aber doch nicht so. Na wie dann? Ja, guck, komm doch zu mir. Ich stehe hier vor deinem Rennchen. Wie soll ich denn zu dir kommen, wenn ich tot bin? Okay, das ist eine andere Geschichte. Nennt man das jetzt eigentlich Leichenflatterei, wenn wir immer noch denselben Kontext wie vorher drin haben? Ich frag für einen Freund. Ja, ist schon klar, ist schon klar. Also kommt jetzt einer mich retten oder sonst? Ich komm. Aber Lola muss sich gerade noch die Beine rasieren, die hat keine Zeit. Aber schau mal, dass du ein volles Leben hast. Nee, ich schau gar nicht, ich glaube, ich sterb gerade. Ich auch. Ihr seid jetzt wirklich alle tot? Nein, ich hab's überlebt. Robin. Okay. Inhalator wird jetzt schlecht. Das funktioniert nur bei Luke, das weißt du. Robin? Nein, das funktioniert auch nicht. Wo ist denn der Teebeutel? Oh, jetzt bin ich auch tot. Robin! Wisst ihr eigentlich, dass mein Lieblingsfilm König der Löwen ist? Und zwar eigentlich nur wegen einem einzigen Zitat von Scar?
jetzt kommt. Ich bin von Idioten umgeben. Ich drück mal rechten Mausbutton, das dauert nur zu lange. Ich weiß noch nicht mal, wo ihr liegt, verdammte Scheiße. Aber ich sehe da hinten den Nebel. Ich sehe da hinten das. Seid ihr wenigstens mit den vollen Lebensbalken da rein oder seid ihr mit nur drei Lebenspunkten da rein? Ich bin voll rein. Kannst du dir ja dann im Video anschauen. Die Überraschung will er dir nicht nehmen. Ihr wisst schon, dass es verdammt teuer wird, meine Ausrüstung zu ersetzen, weil ich jetzt wegen euch sterbe, ne? Nee, dann lass mal, dann mache ich das. Dann belebt mich zuerst, ich bin noch außerhalb des Nebels. Nee, eigentlich schon. Außerhalb. Nee, also bei Lola ist auch schon Giftschaden, aber es geht noch. Ich krieg sie auf jeden Fall belebt, nachdem ich ihr noch versehentlich einen Signalisator an den Kopf gerannt habe. Autschi. Oh, danke. Aber schon halben Lola Lebensbalken liegt verloren. Jetzt muss ich erstmal wieder Beeren fressen hier oder Nüsse. Ja, die habe ich markiert, weil irgendjemand hat sie da verloren und nicht aufgesammelt. Ich weiß nicht warum. Das wird bei einer eurer wir schießen uns mal gegenseitig Todaktionen gewesen sein. Das ja. Kann überhaupt gar nicht sein. Oh. Das ist eine infame Verleugnung. Lola, hast du noch was zu snacken für mich? Ein Blöhrchen. Warte mal. Okay, und eure Kisten wollt ihr nicht ansammeln? Ich sehe hier irgendwie drei Kisten. Oder? Ach nee, das ist die da oben. Ah, das ist die markierte da oben, okay. Da Beutel, du kannst auch theoretisch mit einem Sprung. Ach, du bist schon da, okay. Hast du dich wenigstens vorher vollgefressen, Beutel? Warte mal. Meine Kiste ist weg. Und ich komm erstmal zurückgelaufen, bevor du stirbst. Ne, ich esse die ganze Zeit Weintrauben. Achso. Stimmt, das ging ja mal. Stimmt, das ging ja. Man konnte ja essen, während ich glaube, meine Kiste liegt direkt unter dem Felsen. Das wäre suboptimal. Meine Kiste ist nicht hier. Die würde ja hier vorne liegen, wo du mich aufgehoben hast. Lola, du hast keine Kiste gehabt, du bist ja nicht gestorben. Ich habe dich auch wiederbelebt. Ach, ja, okay. Nee, meine... Ah, hier ist er. Nimm alles! Die war unten drunter, lol. Okay, das ist komisch. Ja, die war unten drunter. Gut, dann gehe ich jetzt mal weitermachen. Kohleanschluss. Willst du meine Nüsse haben? Okay, ich deute das mal als Nein. Ich hab selber Nüsse. Mann, wissen wir mal freundlich. Ich habe total vergessen, mir noch etwas vorzubereiten für diese heutige Aufnahme. Ich wollte eigentlich immer, wenn solche Sprüche kommen, ein Schild hochhalten, wo Hilfe draufsteht. Hm. Oh Gott, dann brauchst du ja gar nicht mehr runternehmen. Ja, stimmt, eigentlich Dauereinblende. Wie andere Dauerwerbesendung einblenden, mache ich dann Dauerhilfeschrei. Lass mal ganz kurz überlegen, Robin. Wir machen quasi in der nächsten Folge, kümmern wir uns um die Stromverlegung bis hierher, ja. Und machen den Stahl fertig. Bevor wir das machen, müssen wir erstmal den Stahl als Produktionsmöglichkeit freischalten. Dafür müssten wir den Meilenstein da freimachen. Das heißt, wir müssten dann gleich mal zwischen den Folgen noch ein bisschen modulare Rahmen klöppeln, weil wir den noch nicht automatisch herstellen und keine mehr haben, außer vier Stück. Ja. Und dann den Meilenstein da reinkloppen. Weil den Rest von diesem Meilenstein haben wir. Dann wissen wir, was wir brauchen für die Stahlproduktion. Also, okay. Wie viel von was, meine ich. Ah ja, okay. Das ging doch gut. Also bewegen wir uns schon mal langsam Richtung Base. Jo, mehr oder weniger. Ein paar Minütchen haben wir noch. Ein paar Minütchen haben wir noch. Keine Panik, liebe Zuschauer. Die Folge geht noch ein paar Minütchen. Ja, ein paar Minütchen. Danke meinem anderen. Also ich bin ja jetzt mit OBS und ich hoffe, das klappt jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Aber jetzt fehlt mir ein Timer, verdammte Seuche. Timer? Du hast doch unten rechts die Aufnahmezeit. Genau. Da, wo der rote Aufnahmebutton ist, da läuft der Rekord und dann zeigst du dir doch die Zeit an. No. Ich bin bei 24 Minuten. Ich bin bei 24 Minuten. Dito. Ich sehe das nicht. Bei der Statistik, da wo du auch die ausgelassenen Frames hast und so, da müsste irgendwo bei dir unten rechts CPU-Auslastung, Live und Record stehen. Echt, sowas wie CPU-Auslastung steht bei mir aber nicht. Oh, ja, doch, das steht bei mir schon, aber ach, ganz unten. Ganz ja, wie, unten. Wie ich sagte, Lola. Unten rechts. Nichts oben rechts. Ich sagte unten rechts. Vielleicht hättest du auch einfach mal den Record-Button drücken müssen. Dann würde auch eine Uhrzeit stehen. Das wäre jetzt fies, wenn das jetzt vergessen worden wäre, ey. Kreisch.
Ich glaube, damit ist er richtig ausrasten, weil es ja schon die dritte Folge von der gesamten Staffel wäre, die sie dann nicht auf, drauf hat auf der Platte. Ach, Leute, ich muss echt mal sagen, ich verplemper mit niemandem so gerne meine Zeit wie mit euch. Apropos Zeit. Das ist sehr lieb von dir, das ist ja aber nur eine Entschuldigung dafür, dass du offscreen die gesamte Stromversorgung lahmgelegt hast, weil du eine Windel aus dem Rohr holen wolltest. Und ja, mit diesem Satz schließen wir diese Folge jetzt ab. Beutel, machst du mit deiner Abmoderation, denn die Zeit ist vorbei. Ich bin schon mal fleißig am modularen Rahmen herstellen. Liebe Leute, schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, ihr schaut auch morgen wieder rein. Lasst wie immer einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und haut auf den Abo-Button mit der Glocke, dann vergesst auch keine Folge mehr, verpasst ihr keine Folge mehr. Das bitte bei allen Kanälen, die ich heute hier teilnehme. Schnuten, Nola, Robin und einzigartig. Ja, Dankeschön. Wir sehen uns morgen wieder hoffentlich und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr uns eigentlich so findet. Nee, ciao. Lieber nicht. Tschö, bitte. Bitte nicht. Ich muss schon mit den anderen hier aushalten. Bitte macht es nicht. Das würde mir wehtun. Oh, tschüss. Oh Mann. Fertig? Gut. Ja? Kann ich auch da mal abbrechen? Ja.